Und damit herzlich willkommen zurück hier zum Die of 20 Modpack Let's Play. Wir haben in den letzten Folgen ziemlich viel Botania gemacht, die letzten drei Folgen, wenn ich da richtig auf meine Liste schaue. Ah, Folge 30 mittlerweile, nur um das auch zu erwähnen. Und ich habe in der letzten Folge schon gesagt, wir werden heute ein bisschen was weiteres automatisieren, nachdem wir gestern dort drüben was automatisiert haben. Automatisieren wir heute, dass hier automatisch Äxte erstellt werden, weil wir haben eigentlich alles da. Wir haben Holz da. Und mehr als Holz braucht man nicht für Wooden Axes, hätte ich gesagt. Laut meiner Auffassung zumindest. Ja, hier wird fleißig Living Wood und Living Rock produziert, werden wir dann in den nächsten Folgen wahrscheinlich brauchen. Ja. Genau, und jetzt brauchen wir erstmal einen Steve's Factory Manager. Nee, ich suche nach Factory. Manager, da braucht man eine Piste. Vielleicht haben wir den Rest auch zufällig hier. 9. Kann man hier eigentlich noch so? Ja, kann man noch. 9. Redstone. 2, 5 Eisen. Und ein bisschen Inventory Carry braucht man auch. Bisschen Stein hole ich mir jetzt aus unserer Fabrik hier. Wir haben ja hier eh mehr als genug drinnen. Also unserer ersten automatisierten Fabrik gefällt mir sehr gut, dass wir sowas schon haben. Hat ja nicht jeder in Folge 30 schon etwas vollautomatisiert. Wobei vollautomatisiert ist es so lange noch nicht. Bis das Ding soweit fertig ist. Dann eine Kiste haben wir da Holz zufällig. Ja. Ne, wir brauchen keine Kiste, haben wir ja alles da. Kiste haben wir ja da draußen. Dann braucht man ein bisschen Inventory-Kabel. So. Schaut ja gut aus, hätte ich gesagt. Ich habe mir das Programm noch nicht überlegt. Also, versuchen wir mal auf gut Glück, hätte ich gesagt. Create Trigger. Der reicht, wenn er alle 30 Sekunden läuft. Wir wollen hier nicht die Welt mit übermäßigen Ticks zerstören. So, und dann brauche ich hier nochmal kurz die Crafting-Hilfe. Wir haben ja hier zum Glück schon gecraftet. Das heißt also, ich kann wohl nachschauen. Content, zack. Okay, einfach nur Crafter. Okay. Braucht man keinen Input, keinen Output, auch bequem. Na doch, wir brauchen einen Input. Ja, Inventory, die da. Ne, nicht die da, sondern die da und die da. Beide. Target ist down, damit wir die ansteuern können. Glaube ich, die Better Barrels. Ne, down, activate. Empty Blacklist, also alle Items, die in diesen zwei Kisten sind, nehmen wir als Input her. Gut, dann Crafter. Was müssen wir als erstes craften? Wer hätte es gedacht? Holzplanken. Nee. Das da. Genau, Access Inventories ist die Kiste hier. Und einen Output machen wir auch gleich, Create Output. Die Kiste Target egal Items eine Whitelist und zwar nur Planks und zwar auch nur maximal 64. Das hat den Vorteil, dass er jetzt zwar viele macht gleich mal, aber nur maximal 64. So. Dann das ein wenig noch hoch und das ein wenig hoch. Sehr schön. Und jetzt sehe ich nicht in die Kiste, verdammt. Ja, das hätte ich früher denken sollen. Aber ich muss hier was ändern.
Extract on Blue Side immer aktiv. Insert auf. Nee, Extract auf Blau. Ja, ich will da nur. Insert auf Blau, aber da wird ja wohl keine Holzplanken da reinstecken, habe ich. Ja, tut auch nicht, sehr schön. Obwohl er welche haben müsste, hoffe ich zumindest. Dann, was braucht man noch? Natürlich, nachdem wir gegessen haben, sind ganz klar Sticks, ne? Wer hätte das auch gedacht? So, Crafter. Crafting ist. Ein Holz, zwei Holz. Excess Inventory ist immer da. Einmal verbinden. So, hoppsala. So, den Output Sticks will ich auch maximal 64 haben. Und dann machen wir gleich das Crafting fertig. Crafting ist Stick, Stick, Holz, Holz, Holz. Excess Inventory brauchen wir natürlich auch. Einmal verbinden. Und hier spezifizieren, und zwar eine Axt, und zwar weil ich von denen, ja, 10 kann man, denke ich, ruhig machen. Genau, Output. Und jetzt warte deines Amtes, crafte uns ein Äxtchen. Sieht aber nicht sehr rosig aus. Ich mache da eine Eisenchest draus, dann kann man auch reinschauen. Holz werde ich dazu erbrauchen. Die lassen sich meines Wissens. Na. Sollen der Schmäh. Was liegt daran, dass der Factory Manager da immer drauf triggert? So, jetzt lass mich in der Ruhe. Na doch, okay, ist egal. Wir upgraden sie trotzdem. Aha, kann man trotzdem nicht reinschauen. Naja, was soll's. Es funktioniert und das ist wichtig. Ja, da haben wir wieder Excess Wood. Sehr schön. Automatisierte Äxte. Jawohl, sehr schön, das freut mich. Das ist jetzt aber schnell gegangen. Also ein relativ einfaches Programm, ihr habt es gesehen, ihr habt es miterlebt. Sonst. Oi. Ach so. Naja. Stört natürlich jetzt ein bisschen, dass ich hier eine Eisenchest draus gemacht habe. So. Und wir haben eine automatisierte Axtgeneration, die sich von ganz allein neue Äxte baut. Ohne unser Zutun, wir müssen nichts mehr tun. Jetzt ist sie wirklich vorautomatisiert, also auch wenn die Äxte ausgehen. Die werden jetzt automatisch nachgecraftet. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Wenn ich mich recht erinnere, braucht man in unserer Basis vielleicht wieder mal Strom. Macht man das auch noch schnell? Ach so, da braucht man so einen Teleporter. Stimmt, ja. Ach, stimmt, ja. Wir hatten ja hier
den Generator gebaut. Ja, anscheinend. Ganz ohne Probleme funktioniert. Den hatte ich ganz vergessen, muss ich jetzt ehrlich zugeben. Genauso wie die Enderlilies hier. Cool. Das freut mich auch. Das heißt, dass der von alleine sich am Leben erhält, bis halt das Hellorium aus ist. Bis dahin wird es aber hoffentlich noch ein bisschen dauern. So. Und jetzt wird es ein wenig Zeit für ein bisschen mehr Botania. Wir haben nämlich noch, ja, lange haben wir noch. 20 Minuten ungefähr. Kann ich in der Zwischenzeit einen Schluck trinken? Sehr gut. Der Tee, den ich mir gerichtet habe. Aber cool, so kommen wir wenigstens noch zu unseren ersten Botania-Maschinchen. Crafting-Ding, dann brauche ich jetzt nicht. Das funktioniert anscheinend. Nee, das wollte ich einlegen. Dann machen wir unser erstes Mana-Tablet, das ich zufällig mittlerweile schon weiß, wie das funktioniert. Also nur ein billiges, da brauchen wir dann noch ein zweites, das dann abgegradet wird vom ersten. Aber wir brauchen überhaupt mal ein bisschen Mana, hätte ich gesagt, bevor wir was machen können. Das heißt, da zurück. Nee. Genau, das Billigste ist die Dayblume. Es gibt dann auch hier ziemlich viele andere. Die macht auf jeden Fall Mana. Okay. Brauchen wir gelb, blau und orange. Light Blue? Ja. Gelb, hellblau und orange. Ah, orange. Ja, und blau. Hellblau. Wie viel Masse machen wir, ist die Frage. Was braucht man da? Braucht man da einfach. Ja. Vier. Ja, mach mal vier. Das ist, denke ich, ein guter Wert. Vier blaue. Acht gelbe und vier orange. So, vier von denen. Acht von denen. Ach, verdammte Orange hätte ich noch gehabt. Genau. Und dann craften wir das mal, hatte ich gesagt. Hier müssen wir uns auch noch was überlegen. Und hier müssen wir uns auch was überlegen, wie wir da einfach immer durchwechseln können. So. Ach, natürlich auch den Katalysator. Eins, so eins, eins, zwei, so eins und so. Zack. Erste Dayblume. Eins, so eins, zwei solche. Und zweite. Wasser rein. Eins, so eins, zwei solche. Und zack. Macht auf jeden Fall einen coolen Sound. Eins, so eins, zwei solche. Und sowas. Sehr schön. Vier D-Blooms. Was ich euch sagen kann, die produzieren sehr langsam Mana. Sehr, sehr langsam.
Ja, und dann brauchen wir noch einen Spreader. Mana Manipulation, Mana Spreader. Da, 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 da. Ja, er kann auf jeden Fall coole Dinge. Living Wood, ein Dings und Gurt. Hoppsa. Gurt muss ich hier von unten holen. Dann nehme ich die zwei Pedals auch mit. Und ich nehme zwei Gurt ein, ich mache mir zwei. Ich bin so cool, ich mache mir zwei. Livingwood war das, ne? Genau. Eins, zwei, eins, zwei. So. Yahoo. Mana Spreader. Ja, platzieren wir hier. Wird sich wahrscheinlich schon auffüllen mit Mana. Kann natürlich sein, dass wir da zu nahe dran sind. Aber das sehen wir gleich, wenn wir uns einen Zauberstab machen. Da brauchen wir natürlich wieder. Und irgendwas ruckelt gerade extrem. Oh, drei Frames, bist du wahnsinnig. Ne, der Server. Am Server liegt es nicht. Schwede. Was so schön, da so hardcore. Hilfe! Hilfe! Ich hoffe natürlich. Man sieht es im Video nicht so. Ich mache eben auf eine Pause. Und da bin ich wieder. Hat sich wieder normalisiert. Keine Ahnung, was das gerade war. Ich will es auch gar nicht wissen. Ich habe hier den Dings um 1 versetzt. Ne, haben wir noch zu wenig Mana drin. Der kann auch Rotten Flash, glaube ich, zu Dings konvertieren und. Also hat ein paar coole Moves drauf. Zack. Dann hätten wir den schon mal abgegradet. Den graden wir dann ab, sobald wir hier genug Mana haben. Aber die Daybloom's hier generieren sehr, sehr langsam. Nur dass ihr es wisst. Sehr, sehr langsam. Also echt jetzt. Gibt es auf jeden Fall noch extremere Blumen. Hätten wir eigentlich gleich mal schauen können. Florage, Ender Flame. Da, 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 da. Aha, okay, also die Frist-Dinger. Rot. Aha, da müssen wir aber schon mal einmal upgraden. Brown Mana Petal. Dann machen wir natürlich so eine noch. Und den Wand of the Forest, das dürfen wir nicht vergessen. Für den braucht man noch ein paar Pedale. wo haben wir denn aktuell am meisten? Hier. Das ist für unseren Ding. So, dann braucht man zwei braune, eine graue und zwei rote. Zwei rote. Den Rest habe ich vergessen. Mystical Red, genau. Einmal normal und einmal so irgendwie abgegradet. Dann braun. Auch zwei. Braun. Und grau. Grey. Sehr schön. Einmal nach oben bitte. Ah, machen wir erstmal diesen Zauberstab des Waldes, da braucht man, okay, Living Wood, wer hätte es gedacht.
Vergessen, der hier umzukonvertieren. Wand of the Forest. Sehr cool. Ich zeige gleich, was er kann. Was ich weiß, was er kann, sagen wir so. Was er wirklich kann. Wahrscheinlich viel mehr, als ich weiß. Aber ist jetzt ja gleich. Ab ins Bett. Und dann zeige ich euch das eben. Ist jetzt schon erstens mal zeigt er hier die Bursts an, Mana Bursts, und was noch viel cooler ist, er zeigt an, wie viel Mana drin ist. So. Jetzt haben wir da die Ultimate Edition. Zwei Puffertanks mehr oder weniger. Jetzt müssen wir uns die Dings anschauen nochmal, was wir hier für die neue Pflanze brauchen. Wir brauchen Mystical Red Petal und Red Mana Petal. Red. Aha, okay. Das heißt, die rote müssen wir eine rein droppen und die braune auch eine. Eine braune, eine. Was? Wo kam der denn her? Wo sind wir denn jetzt? Hilfe, ich kenne mich nicht mehr aus. Ach so, ist noch nicht fertig. Er sagt das doch gleich. Stand da nicht gerade eben, dass es schon geht? Hm. Na komm. Ah ja, da können wir dann auch ein Mana-Tablet machen und. Also da gibt es echt lustige Dinge. Können wir dann auch Dingszeug wegcraften, ne? Dass er eine Rüstung gibt, die aber Mana absorbt, wenn man attackiert wird. Die werden wir uns wahrscheinlich dann craften. Die bringt uns dann wenigstens ein bisschen einen Schutz. Ja, schneller, schneller! Das eben noch mal hier umsetzen. So. Nee, ist noch immer nicht so weit. Mann! Ja, wie gesagt, die Dayblooms hier generieren sehr, sehr wenig Mana. Kann das sein, dass da immer mal wieder eins verschwindet? Oder täuscht mich das einfach? Wahrscheinlich eher letzteres, es täuscht mich wahrscheinlich einfach. Ja, da haben wir auch schon einiges. Na komm. Ach ja, sonst könnte man die ja schon craften, aber wir brauchen eben noch mehr von dem Zeug. Was gibt es denn sonst noch so? Entropinium. Ui, TNT. Das hört sich schon ungefährlich an. Aha. Stillwater. Okay, cool. Nightshade. Oh. Nightshade, okay. Wäre auch cool, die könnte man da auch hin platzieren. Könnte man über Nacht auch generieren. Wäre natürlich nicht von Nachteil. Na gut. Ah, ich beende hier die Folge. Wir sehen uns dann in der nächsten wieder. Die ich jetzt nicht gleich aufnehmen werde. Ich hoffe, ich merke es mir, wenn ich das hier alles so offen habe. Ich mache hier nur die Enderflame auf. Und ja, dann wird hoffentlich hier genug Mana drin sein. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann.